Schön, dass du da bist. Heute geht es darum, wie kann ich als Mensch, der viel Liebe in seinem Herzen spürt, in dieser verrückten Welt, in der Verantwortung, die du in deinem Leben trägst, entweder im Job, in Familie oder deinem Unternehmen, wie kann ich das in den Einklang bringen? Oft ist der Gedanke, den wir haben, entweder ich bin voll in meiner Kraft und manage mein Leben, mein Business und alles läuft, oder ich lasse mein Herz zu und dann bin ich schwach, dann bin ich verletzlich. Dann kann ich zwar sagen, was ich will, aber ist die Frage, werde ich da wahrgenommen oder laufen Leute einfach über meine Grenzen drüber? Und das ist oft der Konflikt, den wir haben, ein Entweder-Oder. Dass wir immer hin und her springen. Vielleicht bin ich privat der herzlichste Mensch der Welt und im Business muss ich halt hart durchgreifen und Grenzen setzen und treffe einfach Entscheidungen, das ist dann mehr so ein auch gegen Leute gerichtet. Die fühlen sich dann auch oft angegriffen. Ich denke mir, irgendwas stimmt hier nicht. Wie kann ich diesen Konflikt lösen? Es fängt damit an, dir bewusst zu werden, es braucht kein Entweder und Oder zu sein. Du kannst sowohl in deiner Kraft sein, als auch in deinem Herzen. Und das ist oft das Schönste und Sicherste, was uns begegnen kann. Wenn du jemanden spürst, wow, der ist so in sich ruhend und er hat die volle Power, dann entspannen wir uns. Wir fühlen uns angenommen, wir fühlen uns sicher. Die Schultern gehen runter, das ist so ein, diesen Menschen kann ich vertrauen. Der setzt seine Kraft zum Wohle aller ein. Der hat ein Wir-Gefühl und nicht ein Ich-gegen-den-Rest-der-Welt-Gefühl. Das heißt, allein diese Möglichkeit zu sehen und sich daran zu orientieren als ein Leuchtturm. Wow, das ist möglich. Ich würde gerne genauso Kraft und Herz zusammenleben. Der zweite Punkt ist, dass wir ganz viele Missverständnisse haben und Glaubenssätze. Oder dass auch was blockiert ist. Das heißt, das Herz ist lebendig, hier war es, die Kraft ist lebendig, nur irgendwas dazwischen hakt. Und da macht es dann Sinn, da näher hinzuschauen und zu erkunden, wie genau ist das beschaffen, diese Blockade? Wie sieht die aus? Ist das vielleicht eher eine Mauer oder eine Glaswand? Und da kann man gut in einem Coaching-Kontext einfach direkt daran arbeiten und auch überprüfen, gibt es irgendwelche Nachteile, wenn ich Herz und Kraft, wenn die beide zusammen existieren können? Weil letztendlich sind es nicht die Gefühle, die blockiert sind und wir müssen nicht mit den Gefühlen arbeiten, sondern mit dem Verstand, weil der die Instanz ist, der diese Blockade schafft. Und das ist auch ein großes Missverständnis. Viele denken dann, ich muss irgendwas mit meinen Gefühlen machen und es passiert nichts. Es wird eher noch angespannter. Deswegen, der Verstand reguliert das Ganze. Und wenn der Verstand erkennt, oh wow, es ist viel sicherer, es ist mehr Liebe da, es ist mehr Kraft da, wenn beide gleichzeitig existieren, das bringt nur Vorteile, keine Nachteile, sagt er, super, dann lasse ich das mit der Blockade. Ja, dann viel Spaß. Und unterstützt uns sogar bei unserem Ziel. Also ich bin auch nicht der Ansicht, man sollte seinen Verstand loswerden, wie das in manchen spirituellen Kreisen der Fall ist. So, wenn mein Ego weg ist, dann bin ich happy. Nein, das ist ein wunderbares Tool, was manchmal einfach ein kleines Software-Update braucht und dann läuft es wieder besser. Das Ganze, falls dich das interessiert, gibt es in meiner Selbstcoaching-Ausbildung für wahrnehmungsstarke Menschen, das Authentic Empowerment Network. Also der erste Punkt ist, es ist eine Community von Menschen mit starker Wahrnehmung, große Intuition und großem Herzen, viel Liebe. Und darin geht es darum zu lernen, wie kann ich als Mensch mit einer starken Wahrnehmung in meinem Leben erfolgreich sein? Wie kann ich diese Superpower, die ich habe, zum Wohle von mir selbst und allen anderen einsetzen, statt die zu unterdrücken und drunter zu leiden und dann ja, mit den komischen, unangenehmen Konsequenzen, die es für dich hat und andere. Und auch Selbstcoaching-Methoden. Das heißt, wie kann ich selbst mit Gefühlen und Blockaden umgehen, wenn welche auftauchen? Das heißt, wir üben das in der Gruppe. Du lernst immer mehr diese Tools kennen, die zu verwenden, um keinen Coach mehr zu brauchen. Das ist eigentlich das Ziel, dass du selbstständig Sachen lösen kannst. Ich habe auch ein paar Einzelcoaching-Plätze, sehr begrenzt. Genau, und wenn dich diese beiden Sachen interessieren, schau unten in die Beschreibung, da ist ein Link. Und falls du Fragen hast oder weitere Themenwünsche, schreib mir gerne einen Kommentar oder eine Nachricht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Schön, dass du da bist.